Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Jurassic World The Game. Ja, nach der langen Pause, es tut mir echt leid. Der Grund war, ich war krank, beziehungsweise mir geht's immer noch nicht so gut. Stimme geht gerade wieder. Gestern war ich komplett heiser. Ja, irgendwie habe ich mir wieder so eine scheiß Grippe eingefangen. Ich weiß auch nicht. Also Fieber, ein bisschen Schüttelfrost, der ganze Scheiß. Dann hast du ein bisschen Halsschmerzen, Nase zu. Ach, der ganze Mist. Irgendwie geht ja was um. Und es gibt jetzt das Metriacanthusaurus-Event schon seit, ich glaube, 5 Tagen oder so. Ich bin wieder Goldliga, glaube ich, mittlerweile. Ja, aber ich werde es wieder hochzocken. Wir werden die Metriacanthus sehr wahrscheinlich haben nächste Folge und können uns somit endlich den Hybriden machen. Das Event nennt sich ja auch für die Kreuzung bereit. Auf dem Weg zum Erfolg. Ich konnte es gar nicht lesen, hat es mich verpixelt. Ja, genau. Und ich muss jetzt erstmal sagen, mir hat es echt gefallen. Also, ich fand echt cool, dass Primarchanic Extinction gar nicht mal so schlecht ankam, wie ich mir. Wie soll ich sagen? Wie ich gedacht habe. Aber ja, mal gucken, wenn ich wieder spontan Lust habe, nehme ich auch mal was auf. Ich meine, das kann man ja mal so spontan machen, weil ich habe das ja hier mit OBS aufgenommen, wie ich jetzt auch gerade Jurassic World aufnehme. Und das geht immer gut spontan. So, was gibt's denn sonst so Neues hier in Jurassic World The Game? Ich glaube, sonst nicht viel Neues. Ich sollte nur mal kurz meinen iPod anstecken. Sorry, wenn man jetzt hier Geräusche an meinem PC hört. Ich wusste nicht, dass der noch 20% hat. Ah, geil, Windows 10. Ja, die Umstellung auf Windows 10 war auch ein bisschen krass für mich, muss ich sagen, aber weil ich das Betriebssystem generell nicht so mag. Aber weg von der Technik, zurück zu Jurassic World. So, was gibt's denn jetzt eigentlich Neues? Metoposaurus. Ja, das Tolle ist ja, Lydia, ich kann ja nicht VIP beitreten aus irgendeinem Grund. Ihr wisst ja, ich kann ja da ein bisschen schummeln, das habe ich ja schon mal mehrmals gesagt. Aber irgendwie geht es nicht mehr. Weil ich werde mir doch ganz sicher nicht die ganzen Pakete kaufen, die hier mir angeboten werden. Also für die Leute, ey, die das denken, ich weiß ja auch nicht. Also bitte, wer gibt schon so viel Geld für das Spiel aus? Es ist jetzt irgendwie scheiße, dann gibt es jetzt hier echt tatsächlich Kreaturen, die erstens teurer sind, aus dem Grund, obwohl sie gar nicht viel besser sind, und zweitens, die wir jetzt noch nicht haben und nicht bekommen können, weil wir nicht diesem scheiß VIP-System beitreten können. Ich habe auch ein paar andere YouTuber so gesehen und bei denen ging das auch nicht. Oh, aha, man kann sich das Wollhammer-Mod für 30.000 VIP-Punkte holen. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja das Event gar nicht gemacht. Nein, Schmarrn. Das Event ist ja dafür da, dass wir das auch wirklich freischalten. Heißt, wir können es jetzt auch mit DNS kaufen. Also, es war schon wichtig. Ja, was machen wir denn jetzt Großes? Wir können ja eigentlich nur das Turnier machen, beziehungsweise ich möchte es auch machen. Oh, geil. Ja, genau, das ist eben auch das Coole. Das ist jetzt das erste, wirklich erste Turnier, das mit Unterwasserkreaturen, wie soll ich sagen, dass man mit Unterwasserkreaturen antreten muss. Und das Coole daran war einfach, also so ist es mir irgendwie aufgefallen, das ging relativ schnell aufzusteigen. Auch obwohl ich das Event erst 3 Tage nach Release begonnen hatte, war ich nach gefühlt 12 Kämpfen schon in der Herrscherliga. Das war echt heftig. Aber dafür sind die Gegner ziemlich krass ab und zu. Okay, jetzt haben wir ein viel stärkeres Team. Ich habe jetzt mich gerade auf Herrscherliga irgendwie schon fast gemacht. Da habe ich immer die stärksten von meinen genutzt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, beziehungsweise ich habe auch einen Kommentar irgendwie gelesen ab und zu, dass jemand geschrieben hat, ja, ich komme nicht weiter, ist total unfair, sind viel zu stark. Das kann echt sein, weil ich auch gegen krasse Viecher kämpfen musste. Heißt, Edestus Level 40 und der ganze Rotz. Da musste ich mit meinem Tylosaurus und so antreten. Sonst hatte ich keine Chance. Ich muss echt sagen, Lydia, ich weiß nicht, ob das so balanced ist. Ich weiß ja nicht, ob sie auch so gewollt ist, dass sie wirklich nur den Leuten, die wie ich jetzt so starke Kreaturen haben, es erlauben, eine ja, limitierte Kreatur freizuspielen. Jetzt in dem Fall Metriacanthusaurus. Aber dieses Event ist ja auch was ganz Eigenes. Ich meine, wir schalten jetzt den Metriacanthusaurus frei und so mit diesen heftigen Hybriden, der irgendwie 5000 Leben und 5000 Angriff hat. Heilige Scheiße, denke ich mir da nur. Das ist ja mega heftig. Und DNS habe ich auch eigentlich genügend. Das sollte reichen. Naja. Okay, ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass jetzt YouTube-technisch auch die Eyelids demnächst kommen wird. Ich muss mich jetzt echt mal ranhalten. Und was mich mega ärgert, ich hatte eine ARK-Aufnahme aufgenommen und mir ist jetzt erst wirklich, letztes Wochenende, wo ich das schon vor einer Woche aufgenommen hatte, bin ich erst dazu gekommen, sozusagen zu schneiden, beziehungsweise hatte ich erst wirklich so richtig Bock, weil ich finde, man muss auch Lust haben, um etwas zu schneiden. Da lasse ich mir lieber 5 Tage Zeit und habe dann Lust, es zu schneiden und da kommt ein besseres Video raus, als hätte ich es gleich am ersten Tag geschnitten. Ich meine, ich mache YouTube jetzt hier nicht zum Beruf, zum Job irgendwie, sondern weil es mir Spaß macht.
Und da möchte ich dann lieber Videos machen, die mir Spaß machen. Ich meine, ich mache das jetzt nicht hier zum, wie soll ich sagen, Hardcore-Geld verdienen. Ganz im Gegenteil. Ich verdiene hier mir ein Mini-Taschengeld daran. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir Spaß macht. Ganz einfach. Also die Leute, die denken, ich verdiene damit Tausende. Ach, das wäre ja ein Traum, Leute. Da würde ich ja jeden Tag ein Video machen, einfach nur, weil ich mir denke, ich verdiene damit Geld. Aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Dann kommen halt zwar nicht so oft Videos, aber trotzdem könnt ihr euch darauf einstellen, dass Videos kommen werden und dass sie nicht schlecht sein werden. Also finde ich echt toll, dass so viele mich jetzt loben. Mittlerweile hat ja auch mein ARK Top 10 Video irgendwie über 20.000 Aufrufe. Ich denke mir nur so, what the fuck? Wenn ich mir da selbst zuhöre, denke ich mir so, was ist denn das für ein Idiot, der da redet? Weil ich ab und zu auch so einen Schmarrn laber. Aber dafür kann ich leider nichts. Das ist bei mir so, wenn ich so spontan mir irgendwas überlege, kann da ab und zu so ein Schmarrn herauskommen. Aber was vielleicht eine gute Fähigkeit ist, die ich habe, ist, ich kann, wenn ich einmal anfange zu labern, so hart durchlabern. Das nervt, glaube ich, ab und zu auch meine Freunde so derartig, dass ich so durchlabern kann. Ja, ich glaube, das stört die ab und zu ein bisschen. Aber das kann ja jetzt, wenn man unterhält, ich hoffe, ich unterhalte damit großteils, auch ein Vorteil sein. So ist ja nicht. Ich hoffe es zumindest, dass es ein Vorteil ist, dass ich euch unterhalte. Naja. War es das schon? Alter, der ist so mega lang. Also es dauert so mega lang, bis der verreckt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht langweilig, dass wir einen Tylosaurus nutzen. Naja. Aber auf jeden Fall, was wollt ihr nächste Folge sehen? Ich glaube, ihr alle wollt den geilen Hybriden sehen. Also ich auf jeden Fall. Oh, wir haben gerade mal 6 Minuten. Es fühlt sich so an, als hätte ich jetzt schon eine halbe Stunde durchgelabert. Dabei habe ich gar nicht so viel erzählt. Ja, ich muss einfach sagen, mir ging es die letzten Tage echt dreckig. Ich bin zu nichts gekommen. Ich wollte eigentlich wirklich einen Tag nachdem die Bramikanisch-Folge von mir hochgeladen wurde, direkt die Eile hochladen. Bin aber nicht dazu gekommen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich war wirklich auch kaum am PC. Beziehungsweise, bei mir ist das so. Jetzt mal so unter uns. Ich darf ja nicht mal spielen, wenn ich krank bin, von meinen Eltern aus. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Mich kotzt es ab und zu ein bisschen an, aber ich verstehe es auch, weil wir hatten eine kleine Ausnahme dann am Freitag. Da habe ich am Abend mit einem Freund ein bisschen gespielt. Ich hatte so derartige Kopfschmerzen auf einmal, weil der ganze Rotz auf meine Augen gedrückt hat. Auf meine Tränendrüsen auch. Und ich habe dann die ganze Zeit Augentränen gehabt und ich konnte keine Stunde durchhalten vielleicht. Und danach war ich fertig. Es ist echt so. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Klar, wenn man ein bisschen Fieber hat, ist man einem vielleicht so ein bisschen komisch, so ein bisschen schwimmerig. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich kann trotzdem, wenn ich krank bin, jetzt nicht so gut spielen. Weil ich ja generell dann doch, wie soll ich sagen, so Spiele spielt, da muss man sich konzentrieren. Und ich versuche mein Bestes zu geben. Heißt es zum Beispiel Overwatch, da konzentriere ich mich dann mega, hau übelst die krassen Aktionen ab und zu raus. Aber nur, wenn ich mich wirklich konzentrieren kann. Oh, wir sind tot. Naja. Und was früher auch so ein Problem bisschen bei mir war, wenn wir jetzt wieder bei meinen persönlichen Fähigkeiten sind. Was heißt Fähigkeit? Was mein Problem bisschen früher war, ich habe sehr viel geflamed. Ich flame vielleicht auch immer noch ein bisschen, aber ich hasse es eigentlich mittlerweile, meine Freunde, die zu flamen. Ich mag das irgendwie nicht. Weil ich denke mir immer, selbst wenn man selbst geflamed wird, dann fühlt man sich auch so behindert. Also ihr wisst schon, was ich meine. Flame ist nicht toll. Ich gewöhne mir das auch mittlerweile ab. Ich tue wirklich nur was sagen, wenn es wirklich total behindert ist. Also, wenn ihr irgendwie Flamer seid, gewöhnt es euch ab. Ihr macht euch nur zum Feind. Ich merke das mittlerweile, weil ich von anderen geflamed werde und denke mir nur so, mach's besser. Schau deine Stats an und vergleich die mit meinen. Du brauchst nichts reden. Sowas denke ich mir dann immer. Oder auch die Leute, die irgendwie in Spielen sagen, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, das finde ich ein ganz lustiges Thema eigentlich, wenn da immer so Leute sagen, ja, ich bin doch viel besser als du oder sowas wie, ach, sind wir jetzt beim Thema Overwatch zum Beispiel, Medaillen, also wo man sagen kann, ja, der hat jetzt den meisten Schaden, die meisten Kills, die sagen doch nichts. Sag mal, ich verstehe schon, dass man ab und zu echt mega Pech hat und da nichts reißen kann, aber großteils fühlt sich Overwatch so gut an, dass man da eigentlich nicht mit den Medaillen, von den Medaillen, wenn man da, dass man da nicht sagen kann, ja, die Medaillen sagen nichts. Ganz, also wirklich ohne Witz jetzt, die Medaillen sagen schon was. Für was sind sie da? So wie der Rang. Ja, ich bin Diamantmaster oder der andere sagt dann wiederum als Silberspieler sozusagen, ha, der Rang sagt doch nichts. Und wenn man dann online spielt, sieht man den Unterschied schon ein wenig, weil der ganze Spielstil anders ist. Ja, sowas regt mich auf. Das ist jetzt nicht nur in Overwatch, das ist generell in Spielen, glaube ich, das Problem, wenn ich das mir so auf YouTube anschaue. Die Leute, die immer sagen, ja, der Rang sagt nichts. Und die Spieleentwickler denken sich auch nur so, what the fuck, was ist los mit euch, Leute? Mit euch kann man echt nicht zufriedenstellen. Die anderen wollen, dass alles resettet wird, dass man von neu beginnt mit dem Rang und allem.
Und die anderen wiederum denken sich nur, bitte lasst es einfach, es passt doch eigentlich alles. Und dabei haben die dann auch recht, dass es passt, weil ich meine, wieso sollte es nicht passen? Ich weiß, es gibt so Momente, da kannst du bei Spielen aus irgendeiner Elo, also aus irgendeinem Bereich, nicht rauskommen. Trotzdem, es ist irgendwie möglich, man muss halt in der Gruppe arbeiten. Ich kenne das Gefühl auch, aber ich habe es dann irgendwann geschafft, weil ich mit der Gruppe mich rausgearbeitet habe und dann in einer Elo sozusagen war. Oh, ich hoffe, man hat es übrigens gerade nicht gehört. Und dann ist man irgendwann in einer Elo, wie soll ich sagen, da kann man dann alleine mit Randoms sozusagen online wirklich gewinnen. Man muss es einfach probieren. Die Leute, die dann aufgeben, sagen, ach, es wird eh nichts und es nicht mal probieren. Solche Leute, ich weiß auch nicht, mag ich nicht. Tut mir leid, da geht es. Habe ich kein Mitgefühl. Naja, sowas verstehe ich nicht. Oh Mann, also, ja. Ich weiß, ich bin immer so einer, ich rede dann und dann weiß ich nicht mehr, wo ich jetzt weiterreden soll. Also, ich hoffe, ihr kennt es oder kennt es hoffentlich auch nicht. So ist es einfach nur nervig. Oh ja, jetzt sind wir tot. Ich bin echt gespannt, was Lydia jetzt in Zukunft noch rausbringt. Ich meine, jetzt kommt diese OP Metrakantosaurus. Dieser OP-Hybrid, Dimorphodon Metrakanto ist es ja. Also, wie hieß er nochmal? Metrophodon? Ich glaube irgendwie Metrophodon oder so. Auf jeden Fall ist er ja momentan komplett OP sozusagen. Ich frage mich jetzt, ob Lydia in Zukunft jetzt auch noch mehr so heftige Viecher raushauen wird. Es ist schon Apriotrodon irgendwie ein bisschen lächerlich geworden, weil... Weiß auch nicht, den Indominus hat man so als stärkste Kreatur sofort im Verstand sozusagen, wenn man an Jurassic World denkt. Und wenn man dann diese Drecksviecher sich anschaut, von denen man nicht mal weiß, was die jetzt hier zu verloren haben, fragt man sich, ist Lydia irgendwie die Ideen ausgegangen? Wollten sie einfach irgendwie eine random Kreatur, die stark ist? Also ich kann da jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ich finde einfach nur, dass es hin und wieder ein bisschen lächerlich ist. Also ich habe jetzt nicht viel dagegen. Klar, das Spiel muss am Leben bleiben, sie müssen neue Dinge raushauen, damit auch automatisch stärkere Kreaturen, weil ihr seht es ja, Hybriden, die irgendwie schwächer sind, halt einfach nur cool aussehen, die haben nicht lange hier ihr, wie soll man sagen, die haben nicht lange ihre Vorstellungszeit jetzt auch in meinen Videos. Ich nutze ja fast nur die stärksten, weil die Gegner auch immer stärker werden. Und da muss halt wieder immer stärker raushauen, damit die mehr, ja, mehr Dings, mir fällt gerade das Wort nicht ein, mehr Bühnenzeit, nicht Bühnenzeit, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Mehr Dings hier. Oh Mann, ich hasse es, wenn einem so ein Wort auf der Zunge liegt, aber man auch nicht drauf kommt. Das ist mega dumm. Wenn, ihr wisst schon. Oh Gott, mir fällt es gerade nicht ein. Ich lasse es einfach. Ach ja. Ich finde es aber toll, wenn ich. Ich weiß nicht, ich mag es, wenn ich über vieles rede. Und wenn es dann nicht immer nur um Jurassic World geht. Ich mag einfach, meiner Meinung freien Lauf zu lassen. Aber ich will trotzdem nicht, dass meine Meinung hier immer als, wie soll ich sagen, die Meinung aller anderen dasteht. Ich hasse sowas, wenn es welche denken, dass ich so arrogant bin. Also ich weiß auch nicht. Ich bin echt so einer, der versucht freundlich zu bleiben. Nett. Ich bin ab und zu schon so einer, der ausrasten kann, aber wirklich nur, wenn es wirklich was ist. Also ich raste nicht aus. Es gibt ja auch Leute, die rasten bei irgendwas aus, obwohl es, wie soll ich sagen, obwohl es im Endeffekt überhaupt nicht zum Ausrasten ist. Wenn man zum Beispiel, ich muss jetzt wieder ein Videospiel als Beispiel bringen, wenn man jetzt an irgendjemanden verreckt und dann sagt, ja, der Kerl hat mich mit das und das gewonshuttet oder was weiß ich. Dabei weiß man selbst, das geht gar nicht, der sagt es nur als Ausrede. Ich bin so einer, ich raste wirklich nur aus, wenn man wirklich wenn man ausrasten muss, weil es wirklich unfair war oder so. Sowas kotzt mich an im Spielen, wenn irgendwas nicht fair ist. Ich möchte nur faire Spiele. Deswegen spiele ich momentan auch kein Rainbow Six Siege mehr, weil es sich ab und zu so unfair anfühlt wegen den Scheiß-Servern.
Ich meine, bei Online-Spielen gibt es ja immer diesen Delay. Ping nennt sich das ja auch. Ich weiß nicht, ob Leute hier sind, die noch nie ein Online-Spiel gespielt haben. Es ist ja so, dadurch, dass man auf einem Server zusammen zugreift, hat da jeder sein Delay, seine Zeitverschiebung im Endeffekt. Was heißt Verschiebung? Denn ich meine, ich habe jetzt einen Ping von 30 Millisekunden, also 30er Ping. Und der Dennis, mein Kumpel, hat jetzt einen 40er, sagen wir mal. Das heißt dann, wenn ich mich bei mir bewege, heißt es, dauert es 30 Millisekunden, bis ich die Nachricht an den Server sende, dass ich mich bewegt habe. Plus, er braucht nur mal 40 Millisekunden, um bei sich die Nachricht anzunehmen. Das heißt, 70 Millisekunden ist da dann schon mal ein Delay. Hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn ihr dann spielt, merkt ihr oft, dass irgendwie Dinge passieren, wo ihr euch dann nur denkt, wie? Zum Beispiel, schießt er um ein Eck. Bei euch ist er noch nicht sichtbar, weil Delay. Heißt, bei ihm konnte er mich schon sehen. Ich aber wiederum konnte ihn noch nicht sehen. Das ist dann echt so eine Sache, die kotzt mich an. Also der Schuss geht an, also der Schuss zählt, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Naja, gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ist jetzt eine kürzere Folge. Hat ein paar andere Gründe, weil ich jetzt dann gleich weg bin kurz. Hat jetzt hier ein bisschen was zu tun bei mir hier im Real Life. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Folge wird hoffentlich eine längere und wir werden uns wahrscheinlich... Ich hoffe, er heißt Metriaphodon. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube schon Metriaphodon, oder? Markt. Kreuzungen. Ist er schon da überhaupt? Schon, oder? Ne? Ich glaube schon. Ja, hier ist er doch. Metriaphodon. Ich hoffe, den werden wir uns nächste Folge machen. BNS haben wir eigentlich genügend, hoffe ich jetzt mal. Und dann können wir uns dieses Drecksviech machen. Einfach nur OP. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Real Talk, die ganzen Themen jetzt gerade in der Folge. Ich muss mich ein bisschen auslabern. Ja, ich hoffe, ich kann jetzt wieder ein bisschen aktive Videos machen. Ich hoffe. Vielleicht erwischt es mich jetzt am nächsten Tag wieder. Heute fühle ich mich gerade ein bisschen fitter. Gestern war es wieder Hölle. Wir werden es ja sehen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Das war ich, der Marcel. Ciao.